26 Buchstaben hat das Alphabet und wir haben uns 26 Begriffe aus der Fedora-Welt rausgepickt und wollen zu jedem Buchstabe halt etwas sagen. Es geht weniger um Fedora, die Distribution, als mehr um das Ganze drumherum, was Fedora ist. Ja, wer sind wir beide? Mein Name ist Sirko Kemter und neben mir, das ist der Robert Scheck. Wir sind beide, wie man sehen kann, beim Fedora-Projekt aktiv. Beide sind wir Ambassadors und dann macht der Robert noch überwiegend Packaging und ich dann noch im Design-Team. Und dann gehen wir auch gleich los. Das Alphabet beginnt mit Buchstabe A und A ist bei uns Ask Fedora. Was ist Ask Fedora? Man kommt immer wieder als Anwender an eine bestimmte Stelle, wo man eine Frage hat und man Hilfe benötigt von jemand anders. Und wir haben da eine schöne Plattform, die nennt sich Ask Fedora. Und dort kann man seine Frage abladen und bekommt auch wirklich innerhalb von spätestens einer Stunde bei den meisten Fragen geholfen. Die Plattform findet man unter ask.fedoraproject.org. Und dort kann man ganz einfach sich anmelden, Frage abladen und Antwort bekommen. Ja, dann haben wir Badges. Das sind letztendlich kleine Auszeichnungen. Das hat jetzt weniger einen Bewertungshintergrund, ist mehr ja, Spaß passiert, möchte ich es beinahe sagen. Das sind einfach verschiedene Icons in einem Portal, die man bekommen kann für bestimmte Tätigkeiten, die man bei Fedora gemacht hat. Das einfachste Badge ist, man hat einen Account bei Fedora, bekommt das erste Badge. Allerdings zieht sich das dann weiter über Anzahl der Pakete, die man gebaut hat oder wie lange man beim Fedora Project aktiv ist. Änderung vom Kennwort oder ähnliches führt auch zu einem Badge. Derzeit haben wir, glaube ich, über 200 Badges, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, es sind schon 300. 300? Ja. Ja, gut, ich bin irgendwo bei 80. Wir können es dann zeigen, wenn jemand Interesse hat. Das Ganze basiert auf dem Mozilla Open Badges System. Ja, und Fedora hat das System übernommen und entwickelt das mit Mozilla weiter und wir benutzen das halt auch. Genau. Es ist eine lustige Sache. Wenn jemand Interesse hat, wir können das gerne zeigen. Und du hast ja auch schon diverse Badges dort designt. Also ja. Bin eher der die Badges dann abholt, also weil ich irgendwie technisch kann. Ja, wir können ja auch eins erwarten. Ich kann dir erwarten. Okay, C wie Codename. Codename hatte Fedora eine ganze Weile lang. Mittlerweile seit zwei Versionen haben wir keine Codenamen mehr, weil die Codenamen immer seltsamer wurden. Wir hatten das letzte, was war das letzte? Schrödingers Cat? Ja, Schrödingers Cat, was war der letzte Codename? Mittlerweile führen wir für Fedora keine Codenamen mehr. Es ist einfach nur Fedora 21, Fedora 22 wird dann das nächste sein. Und es gibt derzeit keine Codenamen mehr. Mal sehen, ob sich das ändert. Bei den Codenames ist die Historie immer so ein bisschen gewesen, es musste ein Bezug zum vorherigen einfach auch da sein, was dann teilweise auch ein bisschen abstrus wurde. Ja, so war besonders schlimm für die Designer, was will man dann machen zu Schrödingers Cat? Ja, oft ungeliebt, aber trotzdem wichtig, Documentation. Wir haben eine Documentation Special Interest Group, zum einen, wo man einfach, wenn man sich mit dem Thema Dokumentation generell anfreunden kann, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Die einen entwickeln lieber, andere schreiben lieber Dokumentation. Ja, geht halt ein bisschen dann auch in die Richtung Logbook. Ansonsten haben wir natürlich auch im Wiki viel Dokumentation, aber so die klassische Dokumentation geht eben dann doch in die Docbook-Richtung. Ja, die Dokumentation für Fedora findet man unter docs.fedoraproject.org. Dort findet man ganz normal, wird aber auch mit ausgeliefert, paketiert, die Dokumentation. Und wer Interesse hat, wir benutzen nicht Docbook, wir benutzen ja, Publican. Gut, das passiert darauf, ja. Ja, es ist im Endeffekt ist Docbook, ja. Okay. Easyfix. Es gibt ja doch den einen oder anderen, der gerne etwas technisch beitragen will. Und Easyfix sind bei uns Bugs, die im Bugzilla gekennzeichnet sind mit diesem Tag Easyfix. Das sind Bugs, die von einem Beginner durchaus gemacht werden können und wo auf jeden Fall noch jemand drauf gucken kann. Also wenn jemand einsteigen will, ich habe das Interesse, ja doch ein bisschen was bei Fedora zu machen, einfach in unseren Bugzilla gucken und nach dem Tag Easyfix gucken. Also da passiert nichts. Da guckt auf jeden Fall jemand drauf, wenn das gemacht ist. Und das ist eine Sache, wie man einsteigen kann. Das ist Easyfix. Ist eigentlich ganz einfach. Ja, also die meisten Einsteiger sind beim Easyfix irgendwo. Teilweise beginnt es bei Tippfehlern oder teilweise auch irgendwo ein fehlendes If-Else oder so. Also teilweise wirklich überschaubar und man muss nicht unbedingt dazu programmieren oder entwickeln können.
Ja, FAS ist unser Fedora Account System. Das ist letztendlich unser zentraler Verzeichnisdienst, wenn man so sagen möchte. Da ist allerdings kein LDAP drunter, sondern für die Authentifikation ist OpenID in Verwendung. Und letztendlich hängt an unserem Fedora Account System alles, von der Anmeldung im Wiki bis zu den Commits über Git. Ja, also alles, was irgendwie mit Authentifizierung zu tun hat, hängt da auf jeden Fall bei uns dran. Und natürlich auch noch Gruppenverwaltung, wenn man in verschiedenen Teams oder Special Interest Groups ist. Auch beispielsweise die Fedora Hosted Plattform nutzt das oder die entsprechenden Tracks, die wir dort haben. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist unser Bugzilla, der nicht dran hängt. Nee, Bugzilla hängt nicht dran, weil der ist von Red Hat. Ansonsten hängt wirklich alles am FAS-Account. Also wer bei Fedora beitragen möchte, der kommt nicht drum herum. Der erste Schritt ist auf jeden Fall, einen FAS-Account anzulegen und dann geht es von da aus weiter. Ja? Also es ist wirklich eine sehr wichtige Applikation bei uns. Okay. Gamespin, ja, man kann mit Fedora durchaus auch spielen. Und der Robert hat es schon ein paar Mal gesagt, wir haben so spezielle Interest Groups oder SIGs, wie er immer dazu sagt. Und wir haben auch eine SIG, die sich um Games kümmert, also Spiele ausfindig macht, die frei sind und die entsprechend packt, entsprechende Anleitungen schreibt, Tipps gibt und so weiter. Und die produzieren einen bestimmten Spin. Spin werden bei Fedora Ableger genannt, die nicht das reine Fedora sind, sondern halt speziell für einen Anwendungszweck, hier halt für Games. Also wenn man sich Fedora Games Spin runterlädt, bekommt man eine DVD mit jeder Menge Spiele schon installiert. Kann man Spaß haben. Ja, das ist nur, ich habe hier Games Spin gepickt, um Spins ein bisschen vorzustellen. Wir haben noch eine Menge Spins mehr. Wir haben Spins für Musiker, das ist der Game Spin. Wir haben einen Spin für Designer, das ist die Design Seed. Wir haben einen Spin für Security, da sitzt der Jörg da hinten, der macht den. Ja, es gibt halt noch eine ganze Menge Ableger von Fedora, die inside Fedora dem Projekt produziert werden. Man muss nicht unbedingt GNOME nehmen, weil KDE, XFCE und die anderen Desktop-Environments, die werden bei uns ebenfalls als Spin geführt. Im Unterschied zu manch anderer Linux-Distribution sind die Spins allerdings nicht irgendwelche Forks oder eine eigenständige Distribution, sondern es ist letztendlich einfach ein anderes Paketset, das vorausgewählt ist. Also ich kann letztendlich mit einem Game-Spin alles und das Gleiche machen wie mit einer ganz normalen Standardinstallation. Einfach das vorausgewählte Paketset, das kommt, ist ein anderes. HyperKitty, ja, Mailman hat ja den Archiver, den wahrscheinlich einige kennen, der auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Mailman 3 wird in Verbindung mit HyperKitty da einiges ein bisschen vielleicht zum Positiven durcheinander bringen und verändern. Letztendlich ist HyperKitty der neue Archiver für Mailman 3. Die Verbindung zu Fedora ist dort, dass es Fedora-Contributors gibt, die an HyperKitty entwickeln. Fedora betreibt auch ein bisschen Testinfrastruktur. Produktiv haben wir es noch nicht in Verwendung, wird aber auch noch kommen. Und HyperKitty wird zumindest teilweise auf unserer Fedora Hosted Plattform gehostet bzw. bereitgestellt. Fedora Hosted kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ja, SourceForge oder ähnliches, nur ein bisschen Fedora-spezifischer. Also letztendlich ist dort auch wieder FAS-Account beispielsweise ein Thema. Ja, ein Tracker, Versionskontrollsystem und ähnliches. Wobei bei HyperKitty das Versionskontrollsystem, glaube ich, auf GitHub liegt. Ja, es liegt auf GitHub, ja. Der Hintergrund, warum wir HyperKitty machen, wenn man als Entwickler unterwegs ist bei Fedora oder auch in anderen Projekten, die Masse an Mails, die man bekommt täglich, nimmt extrem zu. Man bekommt für jeden Kommentar im Bugzilla oder so, bekommt man eine Mail und es ist einfach unendlich viel und man kann es nicht mehr handeln mit dem, was Mailman da bietet. Und das ist der Hintergrund, warum HyperKitty so ein bisschen entwickelt wird. Da sind so ein paar extra Features drin, wie von der Person, da will ich lieber nichts mehr lesen und so. Also ja, das ist, warum HyperKitty machen. Also es ist halt ein Aufsatz für Mailman, den Fedora dann irgendwann mal, wenn er mal fertig ist, benutzen wird. Ja, IRC. IRC ist das zweite Arbeitsgerät neben Mail, das man dann wirklich benutzen sollte, wenn man im Fedora-Projekt aktiv wird. Über IRC reden wir die ganze Zeit. Also Robert, mich oder
Jörg kann man auf jeden Fall unter fedora.de finden. Wir halten unsere Meetings im IRC ab. Das heißt, wir haben zum Beispiel für die Ambassadors alle 14 Tage ein Meeting abends im IRC, wo wir alle europäischen, nicht alle, aber die meisten europäischen Ambassadors sich treffen und die Dinge bereden, die in naher Zukunft anstehen, Entscheidungen treffen. Ja, IRC, das ist wirklich ein wichtiges Arbeitsgerät für uns. Ja, manche Teams haben dann auch wirklich eigene Channels, also Infrastructure, wo die ganzen, oder nicht nur, aber auch die Fedora-Admins zugange sind oder für die Entwicklung, der Fedora-Devil-Raum oder ähnliches. Ich glaube, irgendwas in Marketing und Design, da ist es nicht meine Welt, aber da gibt es auch einen Channel. Ja, Design hat zwei Channel. Fedora Design ist der Arbeitschannel und Fedora Art ist das, wo man, sag ich mal, als Artist sein Werk mal präsentieren kann und ein bisschen schwatzen kann. Ja, wir haben zwei. Also es gibt ausreichend, ich denke, wir haben so 400 oder 500 IRC-Channels. Weil es gibt so bestimmte Sachen, also wenn man nur schwatzen will, kann man jederzeit in Fedora Social gehen. Was man allerdings beachten sollte, man kann durchaus, wenn man nicht unbedingt Ask Fedora benutzen will, zu fedora.de kommen und dort seine Frage stellen. Bitte Leute, kommt rein, sagt Hallo und stellt eure Frage und dann wartet. IRC läuft bei uns meist im Hintergrund und wir schauen nicht die ganze Zeit auf den IRC und gucken, ob dort jemand seine Frage abgibt. Es dauert manchmal eine Stunde oder so, ehe man das wahrnimmt. Es sei denn, man wird gehighlightet, dann macht es bei mir zumindest Pong. Dann gucke ich schon mal, aber bei bestimmten Leuten, die werden dann bei mir auch ganz schnell ignoriert, weil die mich nur pongen. Ja, also man kann durchaus IRC auch benutzen, um seine Fragen über Fedora oder die Probleme, die man hat mit Fedora, bei der Benutzung im IRC stellen. Ja, was auch nicht ganz so hilfreich ist, was trotzdem immer wieder da ist, sind irgendwelche Metafragen à la, kann mir jemand helfen oder hat jemand von Fedora Ahnung? Ja, einfach die Frage, vielleicht auch mit möglichst vielen Details, wenn man sie schon hat, hilft weiter beim Beantworten. Gerade, weil es halt unter Umständen auch ein bisschen dauert, bis jemand reagiert. Ja, also nicht reinkommen und sagen, ich habe da mal eine Frage oder kann mir jemand helfen? 30 Sekunden das, weg sein. Ja, und nach 30 Sekunden weg sein, das kommt wirklich sehr häufig vor. Ich weiß es nicht, ob ich dir helfen kann oder demjenigen helfen kann, wenn er seine Frage nicht stellt. Okay. Ja, Join Fedora. Wir haben eine Seite, die heißt letztendlich auch genauso Join Fedora, joinfedoraproject.org. Da geht es einfach ums Mitmachen. Letztendlich haben wir ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, in denen man irgendwie bei Fedora mitmachen kann, also joinen. Ich denke, über die einzelnen Bereiche reden wir jetzt hier schon insgesamt soweit, sodass ich jetzt nicht nochmal, wo man überall mitmachen kann, extra erzähle. Wer die Seiten sucht, also es gab bei uns vorher schon eine Wikipage, die man fand unter join.fedoraproject.org, wo man wirklich geführt wird über die verschiedenen Steps, wenn man zum Fedora-Projekt beitragen will. Das sind für jede Arbeitsgruppe oder jeden Bereich ein paar andere Steps. Eine Sache haben wir schon genannt, es wird bei jedem losgehen, auf jeden Fall mit einem FAS-Account und dann bei anderen Groups, dann unterscheidet sich das ein bisschen. Man muss eine Mailingliste schreiben, meistens eine Wiki-Seite anlegen mit seinen persönlichen Daten und ähnliche Sachen. Da wird man geführt, was man machen muss. Das ist Join Fedora. Wie der Robert gesagt hat, da kommt was Neues. Also ich habe eine ganze Weile zusammen mit dem Sarup Bansk Kotta an schickeren Seiten gearbeitet, wie man das schicker machen kann. Und da wird dann wirklich so, das interessiert mich, nein, das interessiert mich nicht. Wo man gucken kann, ob man was für Fedora tun kann und dann auch wirklich schön durchgeführt wird durch den Prozess, wie man Fedora-Contributor werden kann. Oh, Kochi wäre eigentlich eher was für ein Roboter, davon habe ich absolut keine Ahnung. Okay, kein Problem. Ja, kannst du, also ich weiß, was es ist, aber Robert kennt sich da wirklich besser aus. Ja gut, Kochi ist letztendlich unser Build-System. Alle Pakete, die wir bauen, laufen durch Kochi durch. Letztendlich muss man sich das so vorstellen, wir bauen jedes Paket in einzelnen Change-Root-Umgebungen mit Mock und diese ganze Bündelung über verschiedene Architekturen weg, über verschiedene Versionen der Distribution hinweg. Also wir bauen ja nicht nur Pakete für unseren Entwicklungszweig, für Rawhide, sondern ja auch noch Fedora 21, Fedora 20 oder die ganzen Ebel-Pakete für Red Hat Enterprise Linux beziehungsweise CentOS und andere Derivate.
All das will irgendwie gemanagt sein. Und Coachy ist auch einfach unser zentrales Tool, das wir über RPC ansprechen, das den Checkout aus dem Versionskontrollsystem vornimmt, wo dann die Build-Anweisungen hinterlegt sind, die Builds dann auf den ganzen verschiedenen Build-Systemen, auf unterschiedlichen Architekturen anstößt, das Ganze dann halt auch als Webseite mit Übersicht bereitstellt. Okay, L10N oder L10N kommt immer mal wieder vor. Was ist das? Das ist die Abkürzung für Localization. Ja, Lokalisierung ist ganz einfach, das ist das wirkliche Übersetzen von Fedora. Da gibt es noch einen zweiten Begriff, I10N, das ist Internationalization, das ist einfach nur die Dinge bereitstellen, damit es überhaupt übersetzt werden kann. Also, wer gerne übersetzt zum Beispiel, der wird auf jeden Fall in der L10N-Gruppe landen, in den Übersetzern. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich wirklich nicht so zu sagen. Vor kurzem von das ist eine interessante Sache. Von Transifex auf Zanata gewechselt? Noch nicht. Teilweise. Wir haben die Entscheidung getroffen, genau, von Transifex auf Zanata zu wechseln, weil Transifex nicht mehr Open Source ist. Aber da kommen wir noch bei O dazu, weil wir benutzen Open Source, vor allen Dingen freie Software. Und was geschlossen ist, kommt für uns nicht wirklich so in Frage. Und deswegen wechseln wir. Also, wer übersetzen will, der wird demnächst mit Zanata zu tun haben. Das Websites-Team ist schon zum Beispiel gewechselt, habe ich jetzt die Tage gesehen. Irgendwie vorgestern habe ich den Commit gesehen. Die wechseln, also die ziehen gerade um. Ja. Und was bei Localization auch noch so ein Thema ist, ist nicht nur die reine Übersetzung, sondern auch irgendwelche, Metriken oder irgendwelche Standards oder auch dieses Thema, was immer ein bisschen da drin verschwindet, dieses Icon-Zeug im Sinne von irgendwelche Fahnen oder was ist problematisch oder ähnliches. Also manchmal werden ja auch dann irgendwelche Flaggen verwendet, um eine Sprache darzustellen, was teilweise dann ja wieder regional oder auch kulturell dann unter Umständen einfach konfliktbehaftet ist, weil es dann so ist, dass irgendeine Flagge dann nicht unbedingt die ganzen Leute repräsentiert. Ja, also auch sowas ist bei Localization dabei. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, es gibt bei uns so Arbeitsgeräte, die wir benutzen, um zu Fedora beizutragen. Eins war IRC, wie wir schon hatten. Wir hatten HyperKitty schon. Und das nächste ist wirklich Mailinglists. Wir haben jede Menge Mailinglists. Es gibt eine Seite bei uns im Wiki, wo sie alle aufgeführt sind. Ich habe die Summe jetzt gerade nicht im Kopf, aber es sind einige. Man kann durchaus auf den Mailinglists auch nach Hilfe fragen, aber dann bitte an die richtige. Also gucken, es steht beschrieben immer, welche Mailingliste für was ist, und das sollte man durchlesen, weil wenn man auf der Fedora Devil Liste Nutzerhilfe fragt, ist nicht so wirklich das Prickelnde. Ja, Mailinglist, unser zweitwichtigstes Arbeitsgerät, also zumindest für mich. Ja, doch. Also die meisten Mailinglisten sind, muss man dazu sagen, noch Englisch, mit Ausnahme von irgendwelchen regionalen. Also es gibt auch eine deutschsprachige Mailingliste. Echt? Die ist allerdings nicht wirklich aktiv. Also mir schlägt da irgendwie gefühlt alle paar Monate mal die ein oder andere Mail auf. Also ich habe sie nicht abonniert. Also ich wusste gar nicht, dass sie gibt. Okay, man sieht, man weiß selbst nicht alles. Nuance ist eine Plattform für den Upload von Wallpapern. Also wir machen für jedes Fedora-Release ein sogenanntes Paket mit Supplemental Wallpapers. Das sind Wallpaper, die wir mit ausliefern mit Fedora, die nicht der Default sind. Und die kommen von der Community. Also wer da Interesse hat, ich habe gestern für Fedora 22 das Voting eröffnet, und das ist unsere Plattform, die das Ganze handelt. Dort kann man die Wallpaper entsprechend hochladen und dort wird das Voting durchgeführt und die besten 16 tun wir jeweils packen. Es wird ein bisschen mehr kommen in Nuance in der Zukunft. Also ich habe gerade ein Google Summer of Code Projekt laufen, wo man dann Multi-Monitor-Wallpaper runterladen kann und ähnliche Sachen. Also das ist unsere Plattform, wo man nicht Technik auf jeden Fall auch ein bisschen beitragen kann. Ach, jetzt bin ich schon wieder dran. Mit O wie oben. Ja, ich hatte es schon erwähnt. Ich glaube, ich habe es gesagt, es kommt bei O. Wir sind wirklich offen. Wir
handhaben alle unsere Prozesse öffentlich. Das heißt, jeder kann in das Meeting kommen. Bei den meisten Meetings wird nicht mal geguckt, ob derjenige überhaupt Votingrechte hat, sondern jede Stimme zählt da ungefähr. Wir handeln wirklich alles offen. Wenn jemand bei uns Geld bekommt oder so, das ist für jeden nachvollziehbar. Ja, das ist das eine an Offenheit. Und das zweite an Offenheit ist, dass wir wirklich, Fedora liefert nur freie Software aus. Also die meisten kommen dann an, ich nutze Linux Mint, weil ich kann keine Videos abspielen. Was erstmal Unsinn ist, ich kann Videos abspielen auch mit Fedora, halt nur nicht jeden Codec, weil bestimmte Codecs ja leider lizenziert sind und damit nicht so wirklich offen. Ja, also Fedora setzt wirklich auf freie Software, auf freie Codecs und freien Zugang zu Wissen. Ja, wir treiben es auch dann so weit, dass auch unsere eigene Infrastruktur, also gerade das Fedora-Account-System oder ähnliches, eben auch nicht hinter verschlossenen Türen zum einen entwickelt wird und zum anderen, gut, bis auf die sensiblen Daten daraus, also Kennwörter oder ähnliches oder entsprechende Nutzerdaten, ist aber auch alles öffentlich zugänglich, also einschließlich der Konfiguration, wie wir das Ganze aktuell verwalten und so weiter, sei es Ansible oder ähnliches, kann man auch alles in öffentlichen Versionskontrollsystemen nachvollziehen. Und auch beispielsweise mitmachen dann. Der Project Leader, irgendwo unsere höchste Person bei Fedora, unser Projektleiter, das ist normalerweise einfach ein Mitarbeiter von Red Hat, weil es einfach eine Vollzeitstelle ist. Der Project Leader wird im Unterschied zu unseren klassischen Komitees nicht gewählt, sondern ist wirklich eine Stelle bei Red Hat, einfach weil es auch wirklich zeitintensiv ist. Der Project Leader ist zum einen ja, irgendwie eine Schnittstelle zwischen Fedora und Red Hat, allerdings bei weitem natürlich nicht die einzige. Zum anderen ist der Project Leader der dann eben auch ein Stück weit daran gemessen wird, wie gut oder wie schlecht Fedora ist, wenn man das so sagen möchte. Und man kann sich das Ganze so ein bisschen als CEO wie bei einer Firma einfach vorstellen. Der Fedora Project Leader ist auch nicht irgendwie unnahbar oder ähnliches. Also wir hatten vor ein paar Jahren den Max Spivak da, der hat, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich auch einen Vortrag gehalten gehabt. Ja, 2008. Irgend sowas, ja. Oder 9? Ja, 9, genau, 2009 war das. Ja, wir haben jetzt bisher 8 Fedora Project Leader gehabt. Aktuell ist es Matthew Miller. Ja, also er ist keine unnahbare Person, jeder kann mit ihm sprechen, also sofern er Zeit hat, weil Robert hat es erwähnt, dass es wirklich zeitintensiv ist. Also er war jetzt gerade unterwegs, hatte eine größere Europatour und er war froh, dass er mal wieder in den USA ist. Ja, ansonsten kann auch jeder wirklich mit ihm sprechen, er kommt auch zur Veranstaltung. Mal sehen, ob man Project Leader mal wieder zu den Chemnitzer Linux-Tagen bringen kann. Sehe ich gar nicht mal so problematisch an, weil wir haben ja FOSDEM davor, wir haben die DevConf davor und wir haben die CeBIT davor, dann könnte man schon mal hierher bringen. Okay, also es ist keine unnahbare Person, man kann mit ihm sprechen. Und wenn er Zeit hat, ist er auch im IRC zum Beispiel. Ja, oder per Mail erreichbar. Q&A. Q&A steht hier nicht für Question and Answer, sondern hier für Quality Assurance. Q&A ist auf jeden Fall eine Sache, wenn ein weniger technisches Verständnis hat, was beitragen kann, nämlich die Qualität von Fedora sicherstellen. Das ist einfach halt nur darüber gucken, ob wirklich alles funktioniert. Da ist hier und da mal ein Typo in der Übersetzung. Das ist das, was Q&A macht, einfach die Qualität sicherstellen. Genau, also wir haben auch ein bisschen Auto-QA für RPM-Pakete, wo einfach ein paar Standardtests durchlaufen werden. Allerdings ersetzt das ja praktisch nicht das manuelle Testen, sondern bei sowas wie Auto-QA sind es irgendwelche Abhängigkeitsprüfungen oder ähnliches. Ja, wie du schon gesagt hast, QA ist jetzt nicht unbedingt zwangsläufig technisch, da kann wirklich jeder dran teilnehmen, auch mal einfach ein Testing-Paket installieren und uns wissen lassen, ob es tut oder ob es nicht tut. Rawhide, ja, das ist unser Entwicklungszweig. Da landen einfach die ganzen nächtlichen Builds drin, beziehungsweise nicht nur nächtlich, sondern man kann ja immer Pakete bauen, aber der Rawhide-Zweig wird einmal täglich einfach auf Basis von dem Build-System Koji aktualisiert. Je nachdem, wie weit wir von dem Release weg sind, ist Rawhide unter Umständen relativ kaputt. Von fehlenden Abhängigkeiten bis zu, wir hatten nicht bootende Kernels, crashende X-Server,
Da kann alles Mögliche drin sein. Je näher wir an den Release rankommen, desto stabiler und desto besser wird Rawhide üblicherweise. Wobei wir rechtzeitig vor dem Release dann auch hergehen und von Rawhide dann das Branching für Fedora vornehmen, so wie wir es jetzt vor einigen Wochen für Fedora 22 gemacht haben, sodass der Rawhide wieder als Entwicklungsprojekt bereitsteht. Das ist vor einer Woche gewesen, ne? Ich konnte schon vor 2 Wochen die ersten Pakete rein, in Bodhi reinwerfen. Nee, vor einer Woche war Fedora Alpha, dachte ich. Alpha ja, aber das Branching war schon früher. Auch SIG. SIG hat man schon mehrfach erwähnt. SIG ist einfach bei uns die Abkürzung für Special Interest Group. Ich denke, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Wir haben das beim GameSpin schon relativ gut abgehandelt. Es sei denn, es gibt Fragen von der Audience, aber ich denke nicht. Tagger hilft uns bei der Suche von Paketen beispielsweise. Wir haben eine Package-Datenbank, in der man relativ komfortabel nach Paketen, nach Anwendungen suchen kann. Ein Problem bei einer Suche ist immer, was gefunden wird und ob das Ergebnis das ist, was dem User gefällt. Mit Tagger gibt es die Möglichkeit, Pakete mit Text zu versehen, entsprechend für diese Tags zu voten, also sowohl Up- als auch Downvoting. Und diese Tags fließen dann in diese Suche mit ein. Du bist bei Tagger sehr aktiv, habe ich gesehen. Ja, ne, immer wenn ich auf einem Flughafen sitze und Zeit habe, dann tue ich taggen. Halt. Es ist ein bisschen Spaß. Also es ist wirklich, wir können es dann zeigen, es ist eine Webplattform. Da muss man nicht mal einen FAS-Account haben. Dort kann man so Tags eingeben und auch voten, ob das Tag richtig ist. Aber mit FAS-Account wird es dann natürlich belohnt für Badges. Also bekommt man Badges fürs Taggen. Lässt sich mit der Tastatur benutzen, also geht auch relativ fix von der Hand. Ja, geht relativ fix. Also ich sage, es ist meine Flughafenbeschäftigung. Wenn ich 4-5 Stunden auf dem Flughafen zubringen muss, oh, mache ich mal ein bisschen Taggen. Ja, Tagger ist eine schicke Plattform. Wie gesagt, hilft uns für Suchen der Pakete. Es hilft nicht nur dem Entwickler, es hilft auch dem Anwender, weil darauf basiert jetzt unser Software-Shop so ein bisschen mit. Ich denke, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Usability. Ja, Usability ist in den letzten paar Jahren, oder 6-7 Jahren schon mal ein Buzzword geworden oder eine Sache geworden in der Open-Source-Welt, wo man drauf achtet. Usability ist einfach, dass ein normal durchschnittlicher Benutzer das einfach auch einfach benutzen kann und dass es nicht kompliziert ist. Es gibt bei uns natürlich auch eine Special Interest Group für Usability. Ich bin, glaube ich, Mitglied, ja. Das ist so, wenn ich was designe, also ich bin ja ein Designer und Design ist schon mal nicht Art. Ja? Also Art ist, sagen wir mal, die volle Freiheit, während beim Design habe ich technische Anforderungen, die ich einhalten muss. Ich habe also Limits und eins dieser Limits ist halt Usability, wo ich halt darauf achten muss als Designer, dass es möglichst auch benutzbar ist. Und dann gibt es halt Experten, die wirklich wissen, welche Farbe von welchen Menschen wirklich gut wahrgenommen werden kann und welche nicht und ähnliche Limits. Ja, das Usability, das ist durchaus auch eine Sache, wo man als nicht technischer Mensch beitragen kann. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich habe halt keinen anderen Begriff gefunden mit U. Vision. Fedora steht für freie Software, beziehungsweise nicht nur für freie Software, sondern auch letztendlich für freien Content. Alles, was wir machen in dem ganzen Ökosystem, in dem sich Fedora bewegen möchte und bewegt, geht es eigentlich wirklich um Freiheit bzw. Freedom, wie wir das auch in unseren Foundations haben. Dieses typische Frei ist auch zumindest teilweise wahrscheinlich ein Grund, warum wir alle hier sind. Und das ist auch das, was bei Fedora einfach uns sehr, sehr wichtig ist. Freiheit, Dinge zu machen, Dinge anzupassen, vielleicht auch zu verändern. Ja, unsere Vision ist, eine der Foundations ist First. Wir wollen die treibende Kraft in der Entwicklung von Open Source sein. Das ist, warum wir auch immer die neuesten Sachen haben und warum bei uns im Hause auch sehr viele Dinge entstehen, wie Systemd und ähnliche Sachen, die andere vielleicht nicht so gut finden. Aber unsere Main Vision ist, wir wollen die treibende Kraft sein bei der Entwicklung von Open Source oder von freier Software.
Wo du unsere Foundations angesprochen hast, machen wir vielleicht gerade noch mit den restlichen zwei weiter dann, nachdem ich die eine schon genannt habe. Okay. Also wir haben noch Features, geht letztendlich in eine ähnliche Richtung wie bei First. Wir wollen nicht nur vorne mitgestalten und die Ersten irgendwo sein, die neue Dinge implementieren, sondern das Ganze natürlich auch entsprechend featurereich. Das ist so ein bisschen eine Überlappung an der Stelle, gerade wenn man jetzt Entwicklungen anschaut, SystemD, Network Manager oder ähnliches und Friends. Ja, wir sehen uns alle irgendwo als großes Team, als große Familie, möchte ich sagen. Fedora Family. Und da ist auch jeder eingeladen, da teilzunehmen, mitzumachen und in dieser großen Fedora Family mitzuagieren einfach. Wir haben natürlich auch ein Wiki, auch eins unserer Arbeitsgeräte, wobei das Wiki, das wir haben, weniger für die Dokumentation für die Distribution selbst benutzt wird. Dafür haben wir unsere Dokumentation. Im Wiki ist überwiegend niedergelegt unsere Arbeitsweise. Also wie wir bestimmte Dinge tun. Und wenn wir zum Beispiel zu den Chemnitzer Linux-Tagen kommen, organisieren wir das über unser Wiki. Da trägt sich jeder ein, der mitkommen will. Und was braucht man an Material? Wo kommt es her? Und ähnliche Dinge. Oder das ist bei uns im Wiki zu finden, nicht die reine Dokumentation. Es gibt zwar auch ein paar Dokumentationssachen, wie erstelle ich einen Live-USB-Stick oder ähnliche Sachen, aber das ist nicht das, was bei uns wirklich im Wiki zu finden ist. Das findet man eher in der Dokumentation. Im Wiki eher bei uns dokumentiert, wie wir bestimmte Sachen handhaben in unseren Prozessen. Genau, wobei die Infrastructure-Leute dann teilweise ihre Standard-Operations teilweise auch noch einfach in Textdateien im Git ablegen und nicht unbedingt das Wiki dafür benutzen. Also das Wiki ist dann meistens eher bei denen, die in so einem ausgewogenen Ding zwischen Technik und Nicht-Technik, sage ich mal, sind. XFCE oder X-Face. Wir haben mehr wie eine Desktop-Environment und auch mehr wie einen Window-Manager. XFCE ist in dem Zusammenhang auch gleichzeitig noch ein Spin. Letztendlich, die Welt ist mehr als nur ein GNOME, auch wenn das unser Standard ist. Die einen wollen KDE, die anderen in Mate, die nächsten wirklich nur einen reinen Window-Manager. Da haben wir einiges zu bieten. Nicht jede Desktop-Environment ist gleichzeitig zwingend ein Spin, aber üblicherweise gibt es um jede Desktop-Environment irgendeine Gruppe, ein Team an Leuten, das da ein gewisses Interesse dafür hat, das dann auch das Ganze pflegt. Also sehr aktiv sind da vor allem die GNOME und die KDE-Leute. Das dürften auch, glaube ich, die größten beiden Desktop-Environments sein, so, sowohl von Contributors als auch von den Benutzern, die wir haben. Und da ist natürlich auch immer viel zu tun und beide Projekte haben auch eine aktive Weiterentwicklung. Gleichzeitig ist es so, dass bei Fedora auch diverse der Paket-Maintainer teilweise Upstream-Entwickler sind. Manche sind auch Upstream-Entwickler und contributen gleichzeitig bei Fedora noch. Ja, es gab keinen anderen Begriff mit X, außer Xorg oder so. Das YAML ist wirklich das, was man als Benutzer schon eher mal benutzt, falls man die Kommandozeile aufmacht. Das ist unser Paketinstallationstool, mit dem man Pakete installiert. Einfach, wer die Kommandozeile benutzt, YAML install und Paketname und schon geht die ganze Sache los. Das ist eine ganz zentrale Sache. Ja, ansonsten gibt es eigentlich zu YAML nicht wirklich so viel zu sagen, es sei denn, es tauchen Fragen auf. Machen wir den nächsten Begriff. Bei YAML setzen wir in der Zukunft oder setzen wir zurzeit mit DNF an, wobei DNF jetzt eher der Arbeitstitel ist. Einfach ein kompletter Rewrite von YAML. Zum einen um so Geschichten wie Abhängigkeitsauflösung, das derzeit in irgendwelchen Frontend-Utilities anders gelöst wird als in YAML und damit auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, zu vereinheitlichen einfach, dass man eine Bibliothek hat, wo dann sowohl der grafische Installer benutzt als auch das Kommandozeilenwerkzeug. Und ja, die Überlegung ist, wenn man dann mit DNF fertig ist, es in YAML umzubenennen. Mal schauen, was dann jetzt wirklich passiert. Ja, Z-Series, das ist letztendlich Großrechenarchitektur, die Vorgängerserie auch als S390 bekannt. Wir bauen Fedora nicht nur auf Standard-Intel-Hardware, sondern auch auf den nicht so gängigeren Plattformen. Da ist PowerPC dabei, da ist ARM dabei, sowohl 32 als auch 64-Bit beispielsweise. Wir hatten Spark, MIPS und ein paar PPA-RISC-Bilder und Alpha, wobei nicht alle von den Projekten immer so aktiv sind. Also Z-Series ist beispielsweise relativ aktiv. Die releasen auch meistens ganz kurz nach den regulären Paketen, die wir bauen. Also unser Fokus ist,
als Primary Architecture, dass wir die Intel-Plattform 32 und 64-Bit abbilden und ARM 32-Bit und die sogenannten Secondary Architectures, also das, was ja jetzt weniger gängig ist, sage ich mal, wo jetzt auch Z-Series reinfällt. Nice to have, sagt man. Nice to have. Also es ist kein Zwang, das zu haben, sondern Secondary Architectures oder das. Wir würden es gerne haben wollen, aber es ist nicht unsere höchste Priorität. Das ist es ist auch teilweise einfach schwerer zu maintainen, gerade Pakete testen oder Probleme zu debuggen auf S390 ist nicht so einfach. Es hat auch nicht jeder eine S390 dastehen. Und das Thema mit Emulatoren zu arbeiten, das wird teilweise sehr mühsam. Also insofern. Ja, wir sind auch die einzige Distribution, die Z-Series Spin, sag ich jetzt mal, macht. Mhm. Ja. Ja, also es geht halt bei uns auch über die normalen Plattformen hinaus, wenn auch nicht vielleicht so umfangreich wie manche andere Distributionen. Okay, Z ist der letzte Buchstabe. Gibt es denn jetzt schon Fragen? Also die Frage war, ob man CVS oder ähnliches benutzen können muss, um so einen Easy-Fix zu fixen. Die Antwort ist ja, natürlich. Man kann allerdings auch, wenn das ein Easy-Fix ist, der beispielsweise in einem Bacilla wirklich nur drin ist, in einem Bacilla einfach den Patch anhängen. Oder manche gehen auch her und beschreiben nur, was die Lösung ist, also beispielsweise in der Datei XYZ ändern. Also es ist nicht zwingend erforderlich für einen Easy-Fix, Kenntnisse mit dem Versionskontrollsystem zu haben, aber es hilft natürlich. Man kann aber so einen Easy-Fix letztendlich auch nur mit einem Bacilla-Account lösen. Allerdings muss dann jemand anderes den Patch nehmen und ins Versionskontrollsystem packen und es noch durchbauen. Das ist dann immer das Problem. Also man hat teilweise ganz lange Zeiten, bis dann wirklich dies jemand nimmt und das macht. Ich sage immer so, es gibt bei uns so Low-Hanging-Fruits, heißt das. Ja? Also es gibt niedrig hängende Früchte und man wächst in ein Open-Source-Projekt rein. Es ist kein Problem, CVS oder JIT oder ähnliches zu erlernen. Ja? Jetzt Learning by doing in Englisch. Ja, also du lernst es halt beim Machen. Du hast den Easy Fix gefunden. Du weißt die Lösung. Frag nach Hilfe. Es wird dir geholfen, die paar JIT-Commands zu erlernen und du hast wieder etwas Wissen mehr und kannst weitermachen. Also es ist ein bisschen ein Lernprozess, den man durchmachen muss, den man auch automatisch macht, wenn man in einem Open-Source-Projekt anfängt beizutragen. Also das betrifft jeden. Also das betrifft genauso Dokumentation, die müssen auch JIT lernen oder ich auch. Also man kommt nicht drum rum und das Wissen kommt mit der Zeit auch.